Das ist jetzt natürlich doof, dass ich keine mehr habe. So, und dann brauchen wir Betten. Das sollten wir hinkriegen. Eins. Ach so, stimmt, ich habe die ganze Wolle in Teppiche umgewandelt, ne? Jetzt kommt wieder finde die Schere. Oh, ich glaube, das sollte reichen. Wir brauchen 3 Betten. Weil wir schon eins haben. So, und dann brauchen wir einen Zaun. Ja, und halt das Glas, ne? Und dann war's das schon fast eigentlich. Da müssen wir dann nur noch die Villager reinschmeißen, hoffentlich. Und dann müsste das eigentlich so dann schon funktionieren sogar. Was für Filme magst du denn? Boah, verschiedene. Ich bin eigentlich eher so ein Serientyp. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, weil ich das Star Wars Spiel jetzt gespielt habe, ne, hier Fallen Order, habe ich jetzt mit meiner Freundin Star Wars geguckt letztens wieder, weil, also die hat Star Wars, ich weiß nicht, ob sie das schon mal gesehen hat. Ich glaube ja. Stimmt doch, ich habe mit ihr das schon mal, zumindest ein paar von den Filmen schon mal gesehen. Und ich habe halt auch The Mandalorian und so weiter geguckt letztens. Und dann hatte ich wieder Bock auf Star Wars. Und ja. Dann habe ich mit ihr... Ach, jetzt wird es auch noch Nacht, Alter. Wobei, ich habe ja ein Bett dabei, ne? Das ist ja perfekt eigentlich. Dann habe ich mit ihr halt angefangen, jetzt Star Wars zu gucken. Wir haben den ersten und den zweiten Teil gesehen. Also chronologisch. Ja, ich mag halt so, keine Ahnung, Herr der Ringe und sowas, ne? Ich ist jetzt sehr, sehr Klischee antworten, aber ist so. Die Betten sind so. Dann ist der Zaunpfahl da. Das da muss rausgehauen werden. Und dann müssen die... Sekunde. Irgendjemand hat kommentiert, dass man die Falltüren aufmachen soll in den neueren Versionen. Ich weiß nicht, ob die Villager dann hier rauskommen. Wahrscheinlich ja, ne? Vielleicht ist dann gemeint, dass man das so machen soll? Aber dann würden ja die Babys da unten rauskommen, ne? Von daher kann das eigentlich nicht stimmen. Deswegen mache ich das jetzt gerade mal so, wie ich mir das gescreenshottet habe. So. Und eigentlich kann ich hier ja das sogar so lassen. Ja, und dann einfach hier nur eine Glaswand reinmachen, dass ich da reingucken kann dann. Wegen dem Spiel habe ich mich endlich mal durchgerungen, die neuesten Star Wars Filme zu schauen. Die sind... Keine Ahnung, ich glaube, dass das auch so ein Phänomen ist, ne? Dass die Leute aus meiner Generation sagen, die Star Wars Filme, die rausgekommen sind, als ich klein war, sind besser. Und dass das genauso ist mit den Leuten, die in der Generation von meinem Vater sind, sagen, keine Ahnung, die alten Star Wars Filme sind besser. Und jetzt sagen halt die jungen Kinder von heute, sagen die mit Kylo Ren sind die besten. Ich glaube, das wird immer so bleiben, wa? Und wenn dann in 10 Jahren nochmal neue rauskommen, dann werden da wahrscheinlich dann auch wieder irgendwelche Leute sagen, ey, das sind aber eindeutig die besten. So, und da müsste ich, glaube ich, das abbauen, dass da keiner hin kann. Oder ich mache einfach so. Dann sollten die da ja auch nicht spawnen können, ne? Dann muss ich jetzt hier 2 Villager reinpopeln irgendwie. So, und dann hier. So, ne? Fuck, ich habe vergessen, dass ich keinen Silk Touch habe. Machen wir hier nur eine Fackel rein. For good measure. Und dann sollte das hier okay sein, ne? Und dann können wir hier auch Fackeln reinmachen. Hast du abgenommen? Ja, genau. Ich habe in einer Woche abgenommen. Nee, guck mal hier, warte mal.
Siehst du nicht, dass bessere Qualität und so? Doch, oder? Musst du eigentlich sehen können. Meine Mama hat mir verboten, Nudeln zu machen. Dann darfst du wohl keine Nudeln machen. Also, was meinst du mit machen? Selber Nudeln machen oder kochen? Einfach nur getrocknete Nudeln kochen. Haben wir hier Brett vor den Kopf. Jetzt müssen wir da die Villager reinkriegen irgendwie. Und dann sollte das eigentlich gehen. Das heißt, jetzt müssen wir hingehen und die anderen beiden irgendwie zusammen verbrüten. In der Hoffnung, dass die uns versorgen. Ich habe schlechte Augen. Du kannst jetzt meine Fresse in Voll HD begutachten, ja? Und trotzdem gibt es keinerlei Kommentare hier, dass ich irgendwie hübsch bin oder so. Das ist ganz schlimm. Ich glaube, ich höre mit dem Streamen auf. Die Leute schätzen mein Aussehen nicht genug. Alter, jetzt hat er sich da echt in die Ecke eingebaut, oder was? Ach komm, weißt du was? Hier. Machet Kinder. So. Jetzt ballern wir hier noch die geilen Kürbis. Wait, what? Nein! Oh, fuck. Das geht ja gar nicht klar hier. Nudeln kochen, dann anbraten mit Fleisch und noch extra Zutaten. Ach so, also, ja, okay. Ich habe gedacht, du meinst also selber Nudeln herstellen. Das ist nämlich geil. Zeig Titten. Nee, ich habe kein BH an. Ich zeig überhaupt nichts. Zack. Ekelhaft. Was, Jonas? Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist jetzt daran ekelhaft? Ballert Kinder! Ballert Kinder, sag ich. Komm da raus. Ja, perfekt. Ja, worauf wartest du denn jetzt hier? Knickknack, sag ich da nur. Naja, gut, was wir als nächstes machen müssten, wäre gucken, wo die Spawn-Chunks sind, dass wir da die Eisenfarm aufsetzen können. Aber die Eisenfarm kann ich eh noch nicht aufsetzen, solange wir den Villager-Breeder noch nicht am Laufen haben, ne? Das heißt, ich würde jetzt gerade mal hingehen und hier ein paar Stöckle machen. Mit den Stöckle machen wir ein paar Leitern. Und dann gehe ich kurz rüber, solange die da drinnen sich ein bisschen hier, ne? Ja. Und dann machen wir da stattdessen eine Falltür hin. Versuch das so sicher wie möglich zu machen, dass da keine Nachbarn einziehen können. So, ich würde aber hier schon so ein bisschen Platz lassen, eventuell. Das heißt, wir machen hier mal gerade... So. Wobei, da könnte ich auch theoretisch da noch Glas reinzimmern, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Dann können wir hier... hier Erde hinmachen. Ach, leck mich doch. So. Dann hier Glas hin und dann können wir hier gucken, was abgeht. Ich würde sogar hier auch Glas hinmachen, glaube ich. Und dann hier das Erdding eins weiter hochziehen. Man muss ja auch richtig gucken können, ne? Wir wollen ja auch hier in der Ballerkiste, wollen wir, oder in der, wie heißt denn das? Nicht in der Ballerkiste. In der Knatterecke? Wir wollen ja auch gucken, was die Villager so anstellen, ne? Brauchst freie Betten? Da hast du recht.
keine Nudeln. Das ist natürlich jetzt traurig. Das ist sehr traurig. Du hast recht, wir brauchen ein Bett. Das ist sehr richtig. Der alte Minecraft-Profi hier hat keinen Plan, wie das geht alles. So, weißt du was? Wir machen jetzt hier mal gerade zack. Dann kommt hier ein weiteres Bett rein. So. Komm. Macht Liebe. Oh. Alles frech hier. Okay. Da. Glas. Brauchen Essen. Ich habe denen schon Karotten reingeschmissen eigentlich. Also, die brauchen noch mehr Essen. Das ist ja frech, wenn die noch mehr Essen haben wollen. Die sollen sich mit dem zufrieden geben, was sie haben. So. Weißt du was? Wir machen hier den überkrassen... So. Alter, ist einfach so schön dekoriert hier auch, ne? Also wenn die hier keine Lust kriegen, dann weiß ich auch nicht. Wenn mein Zimmer so schön wäre, ne? Da würden die Kinder nur so rausfliegen, Alter. Ich hab den, ich glaube, 14 Karotten hingeschmissen. Eigentlich sollten die doch dann losmachen, oder? Hier. Guck mal, er kann ihm ja sogar hier Kram kaufen, wenn er Bock hätte, ne? Theoretisch. Kann man die auch mit Broten füttern? Ja, ne? Nimm die Brote. Ja, okay, hier, komm. Fresst Brote. Ich weiß, ihr wollt es. Hey Danny, alles gut? Wie jätet? Und dann machen wir hier die geile Falle. Wir machen hier dann die geile Falle für die Babys. Ne? Hier. Scheiße, ich bin in meine eigene Falle reingefallen hier. So. Wobei, komm, wir machen das komplett aus, ne, so, das sieht man halt nichts, kann ich jetzt nicht ändern, ich will kein Glas verschwenden, wir haben keinen Silk Touch. Luffy ein paar Shippen wieder, ich immer, ja, ich muss hier die Liebe verbreiten. Das ist meine wichtigste Mission. Wieso, ne, Knickknack? Brauchen, glaube ich, mindestens einen halben Stack. Jetzt sollte ja wohl genug sein hier, oder? Keine Kapriolen, Rüdiger. Sehr viele Kapriolen offensichtlich. Hier, friss. Wenn es jetzt morgen kein Kind gibt, ne, dann... Frech, Alter. Okay. Ja, das, ne, wenn ich jetzt hier so mein Haus nebenbei so angucke... Ich wollte da ja noch mal ein bisschen neu machen, so, ne? Eigentlich wollte ich das, ich bin am überlegen, ob ich das komplett noch mal abreiße und noch mal neu mache, weil, ne, man sieht hier ja schon, da stimmt was nicht so ganz. Oh, habe ich ein Baby gehört? Ach. Ihr habt es auch nicht in den Müll getan. Das ist halt... ich weiß nicht, Alter. Das ist nicht easy. Ja, und ich kann das scheiß Baby dann auch nicht zu einem... hier, ne? Zu einem Lederarbeiter machen, weil... Das geht nicht. Ich brauche erst einen Farmer.
So, wir reißen das gerade nochmal ab hier. Das ist nicht ganz korrekt so. Babyklappe auch direkt installiert. Genau so muss das sein. Wir müssen direkt hier alle Möglichkeiten offen halten, ne? Das ist, ne? Unfälle passieren halt. So. Gibt's Babyklappen eigentlich noch? Ist das überhaupt erlaubt? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich ist es einfach nicht erlaubt. Okay, folgendes. Du. Nach da. Natürlich. Nach da. Und dann du. Nach da. Wer davon gehört, als wirklich zu wissen. Ja, ich bin da quasi aufgewachsen, Danny. Unangenehmer Augenkontakt ist meine Spezialität. Es gibt noch Babyklappen. Okay. Oh, guck mal. Sie geben sich gegenseitig die Karotte. Schön, dass du noch so guckst dabei. Ja, ich muss ja auch hier... Ne? Ich muss ja auch quasi zeigen, dass ich das ernst meine. Ich habe gerade ein Baby gehört. Geh in die Babyklappe. Warte mal, wenn ich so mache, kann ich ihn baiten. Okay. Ich habe tatsächlich in ein neues Kabel investiert, ja. Deswegen gibt es jetzt hier die neue, absolut sexy HD-Facecam, die eigentlich eine GoPro ist. So, ich muss euer Kind leider entführen. Boot. Okay. Na, Interesse rauszukommen, Kollege. Direkt auch noch den VW-Bus mit dabei hier, ne? Vielleicht sollte ich aufhören mit solchen Witzen, aber wir verkaufen auch Süßigkeiten, ne?